Ein wundervoll liebes Hallo. Wer oder was kommt auf dich zu? Da schauen wir jetzt heute mal nach, auf was du dich freuen kannst, auf was du dich vielleicht vorbereiten kannst, was dir die Energien jetzt mitgeben möchten. Vielleicht ist es auch eine Bestätigung, dass du, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, oder dass du sagst, könnte ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten, mal schauen. Und wir schauen jetzt mal nach. Ich möchte noch dazu sagen, wie immer, das ist eine Legung fürs Kollektiv, kann nicht für jeden zutreffen und die Personenkarten sind geschlechterneutral. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wenn, hoffe ich auch, dass ich euch jetzt hier ein bisschen positive Vibes mitgeben kann, positive Energie, glückliche Gefühle. Wir schauen jetzt mal nach und fühlt euch erstmal alle ganz lieb und fest von mir umarmt. Danke für eure herzlich lieben Kommentare, für euer Miteinander hier in der Community, in der großen Familie. Ihr seid wirklich wundervoll. Ich danke euch so sehr, dass es euch gibt. So, und dann schauen wir jetzt mal nach, ne? Okay. Wer oder was kommt auf dich zu? Wir schauen erstmal, ja, das Hauptthema, ne? Wir schauen jetzt erstmal hier in das Hauptthema rein und gucken mal. Ups. Wir gucken. Da schauen wir dann auch noch mal. Ihr seht die Unterseite des Decks und da schauen wir erstmal die Unterseite des Decks an, die 8 der Münzen. Also hier, wenn wir das jetzt mal so sehen, ist so ein Thema, hier möchte sich etwas aufbauen, aber langsam. Vielleicht ist es auch schon im Gange, weil hier geht es Schritt für Schritt voran. Und hier auch, wenn du Probleme hast, also hier im Allgemeinen die Thematik, wenn es egal um was es geht, ein Problem, lässt sich hier Schritt für Schritt lösen. Also hier ist da auch, dein Fleiß wird auch belohnt. Und wenn du vielleicht so ein bisschen im Mangel für dich selbst auch bist, heißt es hier, hol mal deine Energie auch wieder her, diesen Ehrgeiz. Und dein Fleiß wird belohnt, auf jeden Fall. Hier wird auch gezeigt, wenn es um eine Beziehung geht, dass du am Anfang einer langen Beziehung stehst. Welche Beziehung? Beziehung kann ja auch Arbeitsbeziehung sein, ne? Wir schauen jetzt aber hier mal genau nach. Und aber die wollte ich jetzt gerne noch mit dazu nehmen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei dir. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ach ja, dann fangen wir mal so rum an. Nehmen wir die zum Schluss, weil das ist die beste. Ich meine, ihr wisst selber jetzt hier, um was es geht. Hier geht es definitiv um die Liebe, um Beziehung. Also hier, es geht auch auf eine Einladung. Also Einladung kannst du auf jeden Fall auch rechnen. Also hier tut sich wirklich was. Hier, Konflikte werden überwunden. Probleme lösen sich, Konflikte werden überwunden. Also es passt hier absolut perfekt zusammen. Also wirklich, da sage ich immer, hier kommt die Balance rein, hier kommt es ins Gleichgewicht. Das ist das, was auf dich zukommen möchte. Vielleicht blockierst du dich auch gerade selber noch ein bisschen. Wir schauen aber dann mal genau. Und wie gesagt, ganz, ganz großes Thema hier, die Konflikte werden überwunden. Weil hier, es geht um Verbindungen. Was habe ich euch hier gesagt? Am Anfang einer langen, festen Beziehung. Also, da schaut es schon mal richtig gut aus. Und also ich wirklich, hier tut sich gewaltig was. Anfang einer langen Beziehung, da stehst du. Das möchte die Energie jetzt sagen. Und hier haben wir nochmal, ja, Verbindung. Hier geht es um Verbindungen. Hier werden geschlossen, hier werden gefestigt, also hier eine ganz, ganz starke Anziehung. Hier geht es um die Partnerschaft, um die Liebe. Konflikte werden überwunden. Und auch im Allgemeinen, hier heißt es, hol dich bitte raus aus deinen Zweifeln. Weil da vielleicht zweifelst du, dass du jetzt dann vielleicht sagst, nö, mache ich nicht. Ne? Aber unbewusst kommt trotz alledem im Alltag immer so ein bisschen so Zweifel hoch, die dir vielleicht nicht wirklich bewusst sind.
Und vielleicht hat es ja auch einen Abbruch gegeben, aber hier heißt es wieder, dieses Aufeinanderzugehen wird ja auch sehr deutlich gezeigt. Und hier möchte auch was zu dir, dass ihr euch die Hände reicht, egal um wen es jetzt geht, und dieses Aufeinanderzugehen. Weil hier sehe ich auch wirklich Treffen. Treffen werden stattfinden. Hier tut sich was. Und hier kommt auch die Wärme wieder rein. Und vielleicht, wenn du dann gerade so ein bisschen in der Phase bist, wo alles so ein bisschen trist sich für dich anfühlt, aussieht, hier kommt wieder Farbe rein. Hier kommt dieses Bunte, diese Wärme, dieses Farbenfrohe, diese Leichtigkeit kommt hier. So. Dann haben wir das Ass der Stäbe. Ass der Stäbe heißt auch hier werden sich Gelegenheiten geben. Gute Gelegenheiten. Na? Hier, um das, was gelöst wird. Konflikte gelöst werden. Den Konflikt mit dir selbst. Geh da mal in die Innenschau. Reflektiere. Und hier gibt es auf jeden Fall für dich sehr, sehr gute Chancen für dein Wachstum, dass du weiterkommst. Das möchte dir jetzt hier gegeben werden. Geh bitte raus aus deiner Unsicherheit. Auch hier, was die Liebe betrifft, es wird sich hier Gelegenheiten geben, wenn du keinen Wunschpartner hast, dass es niemanden explizit für dich gibt, werden sich hier auch Gelegenheiten geben. Weil hier kommt in der Liebe richtig Schwung rein. Das kann ich dir sagen. Also da ist ziemlich viel Bewegung, also ziemlich viel Aktivität hier zu sehen. Und was haben wir noch? Die Liebenden. Ja, du gibst mit ganzem Herzen. Hier heißt es auch, verschließe dich nicht. Hier Treue wird dir gezeigt, eine Beziehung. Wie passt das bitte perfekt zusammen, was ich euch gesagt habe, ne? Beziehungen werden hier geschlossen, hier Liebesbeziehungen auch. Denn hier werdet ihr aufeinander zugehen, dieses Zueinander stehen. Eine unwiderstehliche Anziehung. Wir haben es jetzt auch doppelt hier, die Anziehung liegen. Herzensentscheidungen werden getroffen, egal was du tust. Lass dein Herz entscheiden. Lass dein Herz entscheiden. Also da finde ich ganz toll. Du auch deine Ausstrahlung. Seh dich bitte selbst, wie wundervoll du bist, weil hier wird auch gezeigt, deine Ausstrahlung, du hast eine unwiderstehliche Anziehung. Und das ist das. Lebe dich, dein Sein. Ups. Deine Anziehung ist wirklich magisch. Magie. Also, wow. Finde ich jetzt schon mal wunderschön. Normalerweise könnten wir jetzt sagen, okay, dann können wir jetzt aufhören, ne? Nein, wir schauen jetzt hier auf jeden Fall noch tiefer rein. Und gucken jetzt da noch mal genauer an. Gut. Dann schauen wir doch mal, ja? Dieses Verschließen vielleicht in dir selbst. Oder diesen Konflikt, den du hast. Da ist hier, es möchte was Größeres zu dir, eine größere Veränderung. Aber so ein Stück weit, dass du noch ein bisschen an was Vergangenem festhältst. Aber hier geht es auf jeden Fall, was Verbindungen auch betrifft, die es schon länger auch gibt zwischen euch. Dieses Längere, diese Beständigkeit. Da ist nie wirklich was richtig beendet worden. Wollte es auch nicht. Sollte auch nicht so sein. Weil hier sehe ich eine absolute Transformation, was Verbindung betrifft, wenn wir hier das Ganze nehmen. Ja, ich habe es euch vorhin gesagt, Gleichgewicht, es geht in die Balance, haben wir auch hier. Hier, wir haben eine positive Wende, eine Veränderung im Positiven. Also da, was ich erwähnt habe, wenn es so ein bisschen trist, düster für dich erscheint oder so, geh hier wirklich diesen Weg und greife die Sonne. Geh in diese Richtung, weil das wartet auf dich. Lächle in die Welt und die Le Welt lächelt dir zurück. Du hast so viel Wundervolles in dir. Machst dir teilweise ein bisschen viel zu viele Gedanken, ja?
Deine Gedanken sind es. Und diese Gedanken sind auch immer wieder der Rückzug. Du verschließt dich dann auch immer wieder, weil du dir zu viele Gedanken machst. Ich habe hier das Grübeln sehr stark liegen. Also Grübeln ist hier ein No-Go, sagen wir mal, ne? Weil hier ist auch der Neubeginn. Es möchte was in Bewegung weiterkommen. Ein neuer Anfang. Größere Veränderung. Zieh dich bitte nicht zurück. Verschließe dich nicht in dir selbst. Und auch wenn hier jemand im Rückzug oder irgendwas hier im Rücklauf gewesen ist, also im Rückzug gewesen ist, in diesem zähen, schleppenden, kommt hier auch Bewegung rein. Weil hier haben wir der Ausbruch aus dem Rückzug, praktisch hier, dass da wieder Schwung reinkommt. Ein Neubeginn wird hier gezeigt. Ach, wie schön. Ein Neubeginn hier mit jemandem, den du auch schon kennst. Dein Herzensmensch kann aber auch dein Partner sein. Wenn du überhaupt niemanden im Fokus hast, das haben wir ja auch gesehen, kommt jemand Neues. Hier möchte was Neues für dich entstehen. Wenn es überhaupt niemanden gibt. Aber hier sehe ich schon auch sehr, sehr stark die Beständigkeit, dass ihr euch auch schon kennt. Und wenn ihr euch nicht kennt, kann es sein, dass ihr euch schon mal, keine Ahnung, vor so und so vielen Jahren schon mal gesehen habt. Ne? Wo dann diese Person triffst, der Person begegnest, denkst, irgendwie kommt der mir bekannt vor. Kenne ich irgendwo her. Und dann fängst du natürlich auch das Nachdenken an, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Ne? Und dann, du wirst aber darauf kommen, weil irgendwas ist hier diese Verbindung, die ich sehe. Aber es ist so, kann auch wirklich jemand sein aus deiner Vergangenheit, dass ihr schon mal, ja, vielleicht auch nicht ein Paar gewesen seid, aber dass ihr euch da eben schon kennt und ja, was Intensiveres auch miteinander hattet, ne? Oder zusammen in der Schule gewesen seid, ne? Hier, also ich werde wahnsinnig. Im positiven Sinne. Wir haben hier, du hast das große Glück, das kleine Glück, das Glück möchte dich umzingen, es möchte bei dir sein. Greif es bitte. Das ist der zentrale Mittelpunkt hier. Deine Gedanken, die du dir machst, machst du dir teilweise zu viele Gedanken. Lass es fließen. Du bist nämlich auf dem Weg. In deiner Transformation, diese größere Veränderung, die ich hier sehe, zu deinem allergrößten Glück. Das Glück, greife das Glück für dich selbst. Weil hier geht es um Verbindung. Auch wenn es hier um Verträge geht, was dich vielleicht auch noch ein bisschen stresst. Vielleicht hast du da irgendwas mitbekommen, irgendwas gehört oder so, was dich stresst im Allgemeinen, was Verträge betrifft. Oder dass hier in deinem Umfeld nicht so ganz rund läuft, ne? Da ruckelt es ziemlich. Also da ist diese, das ein bisschen schleift da mal ein bisschen außenrum die Kanten und die Einkerbungen ein bisschen weg, dass es hier wieder richtig rund läuft. Das ist nicht viel. Schleifpapier rum und fertig, ne? Dann flutscht es wieder. Das größte Glück habe ich bei dir liegen. Also wunderschön. Also traumhaft. Ja, aber du bist hier noch unsicher. Das ist deine Unsicherheit. Da kommst du immer wieder ins Stocken. Da fängst du das Grübeln an. Diese Unsicherheit, Problem, den inneren Konflikt, den sehe ich hier auch mit dir selbst. Begrenze dich nicht. Es gibt keine Begrenzung im Leben. Die machst du selbst. Ja? Und hier habe ich aber deutlich, dein Umfeld ist hier immer so ein Stück, dein Umfeld, was dich so ein bisschen, ja, ins Zweifeln bringt, unsicher macht. Bitte nein, nein, nein. Das sind denen ihre Thematiken, nicht deine. Du weißt deinen Weg nach dieser Legung, dieser Message für dich. Heißt es hier, du bist absolut auf dem richtigen Weg. Schau mal bitte, was hier Wunderschönes auf dich wartet. Fülle komplett im Allgemeinen, im finanziellen Bereich. Auch wenn es hier eine Durststrecke vielleicht gegeben hat und immer da nicht so ganz geklappt hat, kommt hier auch wirklich Geld auf dich zu. Unerwartet, plötzlich. Hier, Gefühlsexplosionen habe ich bei dir, im Positiven, Glücksgefühle. So viel Gefühl zu sehen. Also bitte, bitte, bitte verschließ dich nicht. Bitte verschließ dich nicht, denn schau mal, die Liebe hier, da wird sich auch was vertiefen mit deinem Herzensmenschen. Jemand weiß hier wirklich, was er will und du auch. Und auch wenn es da ein bisschen schleppend diesen Rückzug da auch gegeben hat, kommt jetzt wieder eine wunderschöne Bewegung rein. Ja? Aber wir haben hier eben das Thema Entscheidung.
Und das ist das, was dich dann auch immer so ein bisschen, dieses Gestresste. Habe ich aber hier bei anderen Personen liegen. Hier versucht dich jemand immer so ein Stück weit, vielleicht ein bisschen durch die Blume auch, hier in eine andere Richtung reinzuziehen. Heißt hier für dich, nein, mach hier einen Stopp. Das braucht es nicht. Na? Denn deine Ziele, greif bitte das Ziel, was die Liebe betrifft, dein Herz, dein Inneres, für dich selbst. Schau bitte hier nur auf dich selbst. Also hier kommt richtig mega tolle Bewegung rein. Wunder, wunderschön. Vor allem, was die Liebe betrifft und hier auch im beruflichen Bereich. Also auch beruflich kann es hier wirklich auch sein, dass du hier eine Gehaltserhöhung bekommst oder dass du eine Zusage von einer Arbeitsstelle bekommst. Lass dich bitte von nichts und niemand verunsichern. Ich sag's nochmal, das liegt mir so stark hier, weil diese Unsicherheit, diese Unruhe haben wir wieder hier eine Zeitverzögerung. Und das braucht es nicht, denn es will Wunderschönes zu dir. Was Wunderschönes Neues möchte für dich entstehen. Was Altes Neues. Es heißt hier auch, das Alte möchte hier abgeschlossen werden. Dieses Triste, immer dieses Hoffnung, Traurigkeit, Rückzug, Unsicherheit, diese Nervosität und immer wieder diese Schwere auch. Lass dir bitte von nichts und niemandem hier diese Schwere auch übertragen. Nimm den Ball nicht an, der dir zugeworfen wird. Egal, um was es geht. Denn was Neues möchte sich hier öffnen für dich, möchte beginnen. Und das ist das Geballt vom doppelten Glück, das große und das kleine Glück, der Neubeginn, der Aufschwung. Hier kommt richtig Bewegung rein, möchte reinkommen. Liebe wird sich hier vertiefen. Eine Verbindung zu einem Menschen, der dir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, den du auch schon kennst, möchte nämlich hier da weiter in diese Entwicklung gehen. Weil auch dein Gegenüber, dein Herzensmensch, hier hat sich jemand auch, da ist diesen Schritt in diese Herzöffnung gegangen. Und da heißt es, wird hier komplett zusammengefügt, was zusammengehört. Hier heißt es aber auch, bitte überstürze auch nichts. Du sagst dann vielleicht jetzt, schnell, das muss jetzt. Also hier bremst dich auch ein bisschen raus. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, in den letzten Legungen gehabt. Ein bisschen hier diese Bremse. Lass es fließen. Ich habe übrigens einen Kommentar gelesen. Der Biber. Ja, Grüße vom Biber. Dann grüße ich dich mal ganz lieb zurück, meine Liebe. Wir hatten ein Reading gehabt, das stimmt, nee, Quatsch, diese Woche. Und genau, der Biber. Ich weiß Bescheid, ja. Also bau hier auch keinen Damm und jetzt auch hier für dich bau keinen Biberdamm. Ne? Und da, wie gesagt, hier, du wirst da ankommen, wo du ankommen möchtest. Und da sagt dir die Energie jetzt ein ganz deutlicher Hinweis für dich. Lass dich von nichts und niemanden aufhalten. Schöner kann es nicht sein, was hier auf dich zukommt. Also wirklich absolut traumhaft. Da, ich habe immer wieder andere Personen, also hier, legen wir mal da hinten hin, also hier auch von der Arbeit. Ne? Lass dich von niemandem aufhalten, lass dich nicht verunsichern. Weil andere Menschen haben ihre eigenen Probleme und versuchen aber hier gerade so ein bisschen hier diesen Ball immer wieder zuzuwerfen. Du hast Schuld und ja, weil sie mit sich selbst nicht zurechtkommen, nicht zufrieden sind. Diesen Neid habe ich auch in deine Richtung hier ein bisschen liegen. Was die Personen dir gegenüber haben. Und vertrau dir, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Lass dich hier nicht ins Kippen bringen. Denn auch hier wirst du was hören, beruflich, dass hier auch eine Veränderung ansteht. Hier habe ich auch eine Reise liegen. Kann auch sein, dass du hier geschäftlich, beruflich irgendeine Reise oder irgendwas tut sich hier. Ne? Hier sehe ich aber auch, dass es auch diejenigen betreffen kann, wo der Partner oder der Herzensmensch weiter weg wohnt. Weil hier eine Reise, also entweder er zu dir, du zu ihm, dass hier eine Reise stattfindet für diese Begegnung, wo ihr vielleicht auch schon länger drauf wartet, weil ich ein bisschen diese Entfernung auch liegen habe. Veränderung habe ich definitiv auf der Arbeit hier auch liegen, wenn du dich beworben hast, dass du hier eine Zusage bekommst. Hier auf jeden Fall absolut positiv. Ne? Dann schauen wir mal hier weiter. Ja, Wahnsinn. Hier, da, es möchte entstehen, die tiefe Zuneigung, diese Zufriedenheit, dieses, dass du ankommst mit einem Partner,
Ein Herzensmenschen und dein Herzensmensch. Jemand möchte ja auch bei dir, mit dir ankommen. Und da ist die Bewegung sehr, sehr, sehr intensiv, sehr aktiv. Also, wie gesagt, hier bitte von nichts und niemanden aus der Bahn bringen lassen und hier von deinem Kurs abbringen lassen. Ganz wichtig, weil es sind wunderschöne Prognosen, wunderschöne Tendenzen. Aber hier auch der Hinweis für dich. Bitte, bitte, bitte. Raus aus deinem Zweifel, rein in die Zuversicht. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst. Vertrau dir bitte. Und hier, geh da rein. Es möchte Wunderschönes für dich entstehen. Geh in die Leichtigkeit. Sag dir, du hast das alles verdient. Du liebst dich selbst. Du liebst dich selbst unendlich. Du bist es wert, geliebt zu werden. Weil hier möchte nämlich die Liebe auch zu dir. Und hier möchte auch was beginnen, wenn du, wie gesagt, niemanden hast, wenn du in dem Bereich drin bist, oh, ich bin jetzt schon so lange Single, da tut sich überhaupt nichts bei mir und diesen Rückzug, den ich immer wieder bei dir sehe. Ich sehe hier aber auch Einladung, ich sehe Treffen, du wirst definitiv jemanden kennenlernen, aber bitte mach dir hier keinen Druck, wie und wo, sondern sag dir einfach, ja, ich weiß es. Das ist ganz wichtig, weil hier auch ziemlich stark hier auch mit liegt, so ein bisschen der Druck, dass du dir selbst diesen Druck machst. Hier, lass los und lebe, lebe dich, lebe das jetzt. Das möchte dir diese Energie sagen. Also schöner kann es nicht sein. Du wirst auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Du machst nichts falsch. Und wenn du hier ein bisschen hin und her grübelst, soll ich nicht, was mache ich nicht, sag einfach, okay, mach es. Vertrau dir. Wenn du was machen möchtest, mach es. Vertrau dir. Weil wenn du in Ewigkeiten wartest, ist es auch so, ist es dann irgendwann mal zu spät und du sagst, ja, warum habe ich es nicht probiert? Und damit hast du dann mehr ein Problem für dich selbst mit dieser Frage, oh mein Gott, was wäre gewesen, wenn ich es probiert hätte? Na? Und so weißt du dann mehr. Größere Veränderung, ich habe den Neubeginn, ich habe die Fülle im finanziellen Bereich, ich habe die Fülle im Allgemeinen bei dich, bei dir. Komplett. Hier, es wird, der Kreis schließt sich. Lass dich umhüllen von der Liebe, von den Glücksgefühlen. Du hast das Glück komplett bei dir. Also egal, wie sich manches vielleicht hier ein bisschen anfühlt oder anhört. Nein. Das heißt hier auch, es hört sich manchmal schlimmer an, als es wirklich ist. Geh bitte in deine Leichtigkeit und mach dir nicht so viele Gedanken. Du bist dann vielleicht auch im Fokus hier so ein bisschen drin. Dieses, nee, und das klappt ja eh nicht und das funktioniert nicht. Und hier, nimm das jetzt und genieße es. Mach da das Allerbeste draus. Und das Allerbeste kommt zu dir, denn du hast es verdient. Liebe, Beruf, Finanzen. Im Allgemeinen ein komplettes Umfeld. Na? Also auch wenn es hier vielleicht ein bisschen eine kleine Auseinandersetzung, ein bisschen Ärger vielleicht auch gibt oder so, ja, nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen. Es gibt für alles eine Lösung. Und hier komplett die Wende zum Guten. Der komplette Wandel, den ich hier sehe. Der Neubeginn. Also ich kann es jetzt, glaube ich, noch 10-mal wiederholen, weil ich die Legung so wunderschön finde. Und ich danke euch jetzt von ganzem Herzen fürs Zusehen. Wünsche euch einen wundervoll schönen Tag. Danke für eure Wünsche und alles Liebe. Tschüss!